Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christoph und wir sitzen in einem Chevy SSR 5,3 Liter V8. Der Chevy SSR wurde von 2002 an gebaut und ich würde das Auto als eierlegende Wollmilchsau bezeichnen. Wir haben einen V8, wir haben ein Pickup, wir haben ein Cabrio und das alles in einem Auto. Und das zeige ich euch jetzt. Wie angekündigt, sitzen wir jetzt im SSR und dieses Auto ist, wie gesagt, ein bisschen von allem. Er wurde 2002 das erste Mal rausgebracht, in diesem Modell mit einem 5,3 Liter V8 Motor mit 300 PS. Und ab dem Baujahr 2004, 2005 gab es ihn auch mit dem großen Motor, mit dem 6 Liter Hubraummotor, ebenfalls V8. Der hatte dann knapp über 400 PS. Wir haben hier die etwas höherwertigere Ausstattungsvariante. Das heißt, wir haben ein Bose Soundsystem. Wir haben den Kofferraum hinten mit Teppich und diesen holzähnlichen Leisten ausgestattet. Das ist jetzt kein Holz, das ist Holzoptik. Der Sinn ist aber erfüllt oder der Zweck. Wir haben hier unten Zusatzinstrumente, die wir in dem serienmäßigen SSR nicht haben, sondern hier nur gegen Aufpreis. Wir haben Sitzheizung, wir haben Ledersitze, wir haben Sitzmemory. Das finde ich für ein Auto aus 2002 schon eine ganze Menge an Ausstattung. Hinten haben wir 20 Zoll drauf mit 2,95er Reifen, also ganz schön breite Dinger. Vorne haben wir 2,55er Reifen auf 19 Zoll. Das Schöne beim SSR ist, dadurch, dass er die Ladefläche hat, kann er als LKW zugelassen werden. Das äußert sich natürlich in der Kfz-Steuer, weil er dann nicht als Kfz, sondern als LKW besteuert wird und hat einen wesentlich geringeren Steuersatz im Jahr. Das ist ein ganz großer Vorteil beim SSR. Das Getriebe im SSR ist in diesem Fall ein Viergang-Automatikgetriebe. Eigentlich standardmäßig für einen fast 20 Jahre alten Ami. Läuft aber immer noch wie ein Uhrwerk und rund. Also wir haben von den Autos einige verkauft und haben damit eigentlich nie Probleme gehabt mit den Getrieben. Die Schwachstelle, wo ihr darauf achten müsst, wenn ihr euch irgendwann mal für ein SSR interessiert, ist das Dach. Da in diesem Dach so eine feine Mechanik ist, weil im Endeffekt diese Klappe hinten erst aufklappt und dann nochmal runterklappt, kann da immer ein bisschen was kaputt gehen. Das heißt, wenn ihr euch irgendwann für ein SSR interessiert, öffnet immer das Dach und guckt, ob die ganze Mechanik hier drin vollständig und einwandfrei funktioniert. Weil wenn das nicht der Fall ist, kann das A aufwendig werden und B teuer werden, um das wieder vernünftig instand zu setzen und wieder dicht zu machen hinterher. Also da immer drauf aufpassen. Ansonsten 5,3 Liter V8 in der kleinen Variante oder 6 Liter V8 in der großen Variante werdet ihr nicht kaputt kriegen. Also da könnt ihr fahren und fahren und fahren. Der hat jetzt 50.000 Meilen am Tacho. Das sind über den Daumen 80.000, 82.000 Kilometer. Das ist nichts für den Motor. Also wir haben auch schon SSRs in der Werkstatt gehabt hier im Kundenstamm. Die haben 150 oder 200.000 Meilen auf dem Tacho. Auch da machen wir einen Ölwechsel, da machen wir eine Inspektion dran und dann fahren die wieder auch wie ein Uhrwerk. Die laufen einfach wunderbar rund und völlig problemlos. Das war unser kurzes Video zum Chevy SSR. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, dann guckt bitte in der Videobeschreibung, da stehen unsere Kontaktdaten. Dann könnt ihr mir schreiben oder mich anrufen. Und danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da oder am besten beides. Und bis zum nächsten Mal. Danke, bleibt gesund, macht's gut. Ciao.